Zuhörer. Ich darf Sie heute am 28. März 1947 herzlich zu unserem Programm begrüßen und Sie gleich auf einen kommenden Programmpunkt hinweisen. Heute Abend werden Sie zum ersten Mal im Radio unsere neue Bundeshymne hören. Jetzt nehmen wir die Gehirne und wir tauschen sie aus. Schauen wir uns zuerst einmal an, wie die Sache in Floridsdorf ausschaut. Das ist natürlich der Frühstück. Was sagen wir nur, Genosse? Gehen wir vielleicht am Sonntag auf Schnepfen, ja? Nein. Ich kann leider nicht. Klar. Ich bin bei Hubenka eingeladen. Der hat ja so einen wunderbaren Schrebergarten beim Gasometer. Sein Mann fühlt das sozusagen. Ja, ja, wunderschön, ja. Das ist schon. Aber jetzt muss ich unterbrechen, weil es liegt mir schon lange her. Sagen Sie, was ist das, diese Reizenden überall machen? Wirklich, in diesem Hilfsarbeiterkram mit den roten Streifen von meinen Zügen, wirklich. Wie schön war ihn auffällt. Ja, na schon. Ja, dann lass ich mal eins als Favoriten kommen. Naja, gut, das sieht man sofort an der Fassung. Ja. Aber unlängst habe ich mich da ein bisschen schmutzig gemacht bei Ihrer Maschine. Ja, ich weiß ja. Was kann ich machen? Herr Kollege? Ja. Sollte man nicht irgendwas einmal planen? Probieren Sie mich nicht, gehen Sie zu was denn? Naja, ich denke mir nur, dass uns nicht so fad ist. Jetzt, meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, ein Ministerbüro. Am Schreibtisch ein Kofferradio. An der Wand, anstelle des üblichen Ministerbildes, ein Pin-Up-Foto. Ja, Frau Brachal-Beppi, Sie haben es eh die Geschichte, wie geht's? Wo ist was? Was? Was der Rechnung so? Dann hast du es mit der Rechnung so gehabt. Ja, dann hast du es nicht. Was muss? Muin? Nein, Muin kann ich nicht. Nein, Muin muss ich einen Vortrag halten. Ja, über die Krise der Intelligenz. Die Kulturinstitut, na soll ich ja nicht wünschen, das ist mich.
Prost. Zwei Hosen vorbei und sagt der Fiegel in seiner freundlichen Art, da schau, zwei Wu! Alles gut, gell? Ja, sag gut. Ich habe einen Mann mit vielen Mächten, der immer mich bewahrt vor allen Schlechten. Jeder kennt ihn, Novak ist sein Name. Danke, deshalb bin ich eine Dame. Hoch angezogen, roter weißer Nackter. Der Novak hat am ganzen Ort vermackt. Wird schon längst der Böses entgenommen. Aber der Novak muss mich nicht verkommen. Was passt denn in die Zeit, Gott hat den Abschluss machen, was passt natürlich besser in die Zeit? Als der schon erwähnte Helmut Qualtinger mit seinem berühmten Drafitschek. Sie sind kein Patriot, Drafitschek. Was wollen Sie eigentlich? Dass von dem Herrn Kreisler bin ich die Bundeshymne singen? Nein, aber Sie sollen handeln, mit österreichischen Dingen handeln. Was mit Kreisler handeln? Nein, überhaupt mit österreichischen Dingen handeln. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich ein Viertel trinke, es lebe der Außenminister. Sie müssen an die Wirtschaft denken. Ich denke mir immer, dass es eine Wirtschaft ist. Schauen Sie, die Wirtschaft, die muss stehen wie auf zwei Füßen. Ja, aber nicht auf meine. Warum? Schauen Sie. Ich kaufe mir neulich eine Tischlampe österreichischen Erzeugnisses. Ich schalte es ein, sie brennt nicht gut. Ich schraube die Bierdose, fällt mir die Fassung auseinander. Gut. Ich habe eine neue Fassung, baue die Fassung ein, bricht der Schirm ab. Gut. Wenn ich die Lampen endlich beisammen gehabt habe und einschalte, habe ich den ganzen Bezirk eine Stunde lang keinen Strom gehabt. Und was haben Sie im Pfingsten gemacht, Drafitschek? Österreichisch gedacht. Zum letzten Mal die russische Stunde ausgestrahlt. Hier sind alle österreichischen Sender. Radio Linz und Radio Salzburg im österreichischen Rundfunk. In wenigen Wochen wird auch der Sender Rot-Weiß-Rot Wien seine Arbeit beenden und alles an die neue Gesellschaft übergeben. Den österreichischen Rundfunk, den ORF. Ja, ja.